Wir sind im Wesentlichen die Mathematiker von der Abteilung. Manche würden sagen, vielleicht so ein bisschen nerdige Leute, die halt einfach ein Faible dafür haben zu rechnen, was mir aber schon immer Spaß gemacht hat. Und wir berechnen im Wesentlichen die Risiken. Das heißt, man kann sich schon vorstellen, dass das eine ziemlich zentrale Aufgabe ist von einer Versicherung. Es ist sehr viel Datenanalyse. Über diese Datenanalyse können wir dann Prognosen machen in die Zukunft. Und so können wir im Endeffekt die Risiken berechnen. Spannend wird es natürlich jetzt auch, wenn man manche Daten einfach, wenn die lückenhaft sind, wenn man die nicht so hat, dann braucht man wirklich noch ausgefeiltere statistische Methoden, um da wirklich das Maximum rauszukitzeln an Informationen, was in unseren Daten drin steckt. Aber darum geht es im Wesentlichen.